Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder. Ja, euer Odin. Mit einem neuen Unboxing. Hardware-Video werde ich da ein bisschen später zu machen. Wir werden im Unboxing uns jetzt hier alles angucken. Ihr werdet am Titel ja schon gesehen habt, den Elite-Controller 2 für die Xbox. Den konnte ich mir dank Sören holen. Also Dankeschön, Sören. Und ja, dann werden wir mal auspacken. Ich werde ihn dann vielleicht heute Abend schon benutzen und dann wird es dann später dann noch ein Hardware-Check-Video dazu geben, wenn ich ihn eine Weile benutzt habe. Ich werde wahrscheinlich dann erstmal ohne die Panels benutzen. Ich werde mich aber dann auch rantesten an diese Panels hinten, dass ich die auch benutze. Oh, das ist aber schwer, ey. Ich habe den bei Otto gekauft für 144,99 € plus 19,99 € für eine Zusatzgarantie, weil alle gesagt haben, dass der Elite 2 Controller ziemlich schnell kaputt geht und dass da viele, viele Ärger mit haben. Und es steht wohl in der Xbox-Gruppe bei Facebook und hast nicht gesehen. Und da habe ich mich entschlossen, sicherheitshalber noch eine Garantieverlängerung zu nehmen, weil 144 ist kein Pappenstiel. Und ja, habe aber von den 19,99 € nur sozusagen eigentlich 10, 9,99 € bezahlen müssen, weil ich noch einen Gutschein bei Otto hatte. Den habe ich dann eingelöst von 10 €. Hier steht dann halt Elite Series 2 mit einem grünen Strich, Xbox. Hier sehen wir auch schon, ich freue mich auf dieses Steuerkreuz. Das würde ich gerne testen. Ich hoffe, dass die Dinger etwas größer sind. So, und auf das Ladegerät freue ich mich, weil da ist der Akku nämlich verbaut. Hier sind die Pedals. Ja, die kann man austauschen. Kann man ran- oder ablassen. Wir können auch das Steuerkreuz austauschen mit normalen Steuerkreuzen. Nö, wollen wir nicht. Und wir haben dann hier noch die Sticks hier oben in verschiedenen Breiten und Höhen, um halt den Radius zu verändern, wie wir den gerne haben wollen. So, dann werden wir das mal abmachen. Es gab auch bei Otto, wenn man den kauft, jetzt für 144 € habt ihr auch die Möglichkeit, nicht nur die Garantieverlängerung für 19,99 € zu machen. Ihr könnt, also es steht dann praktisch, wenn ihr die Seite so anguckt und dann kaufen wollt, steht dann halt unten drunter noch, was ihr zusätzlich aktivieren könnt. Also Garantieverlängerung, 36 Monate. Und ihr könnt auch noch Xbox Ultimate für 3 Monate dazu nehmen, auch für 19,99 €, was ja sonst 29 kostet. Aber da hatte ich nicht mehr das Geld, sonst hätte ich noch mal 3 Monate Xbox geholt vor Ultimate und hätte das noch mal verlängert. Hier sehen wir dann auch noch mal die Pedals einzeln. Wir können das Steuerkreuz austauschen. Hier haben wir die verschiedenen Pedals. Wir haben ein Case mit bei, eine Ladestation mit bei. So. Und vor allen Dingen haben wir hier ein schönes Case. Oh, das hat aber ganz schön Gewicht. Was ist denn hier drin? Ah, hier ist der Ladekabel. Oh, der sieht aber auch schön aus. Mit Xbox-Logo. Ihr wisst ja, wenn er mich schon länger verfolgt, ich mag so kleine Gimmicks. Und wenn hier am USB-Kabel ein Xbox-Logo ist, das würde ich mir bei Sony vielleicht auch mal wünschen. So, ja, auf der anderen Seite ist ein Xbox-Logo. Finde ich geil. Ja, jetzt hätte man hier beim Groß natürlich auch Ruf machen können. Aber, ja. Meckern auf hohem Niveau, würde ich sagen. Der ist ja auch schon was älter, der Elite. Also, viele nehmen an, dass da bald ein neuer Elite kommen wird. Ein Elite 3. Gehört habe ich bis jetzt noch nichts davon. So, sollen wir das hier auch mal aufmachen? Ach, hier haben wir dann Hefte mit bei. Warte mal, dann werde ich das mal hier beiseite räumen. Ach, hier ist ein Code mit bei.
Für den. Ach, 14 Tage Game Pass free. Na, siehst du, kann ich meinen Game Pass hier um 14 Tage schon mal erweitern. Das packe ich mal beiseite. Und dann haben wir hier eine Anleitung in Englisch. Und in Deutsch. Hinten ist Deutsch drauf. Oder? Ist das alles in Deutsch? Nee, das ist doch in Englisch. Batterie ist schön, Batterie chica. Batterie ist full. Aber ich habe da eben hier Deutsch gelesen. Bei Punkt 6. Da muss ich mich verguckt haben. Nee, dann habe ich mich verguckt. Also das ist Englisch. Steht das vielleicht auch da? Nee, so. Das können wir wegpacken. Das können wir auch wegpacken. Das können wir auch wegpacken. Kann doch nicht sein. Nochmal. Inhalt. Doch, das ist Deutsch mit bei. Beim ersten schon. So, dann können wir die wegpacken. Dann haben wir hier noch so ein weißes Microsoft-Heftchen. Ja, da stehen dann die ganzen Spezifikationen vom Akku und Funkwellen und das, die sehen dann. Alles, was keinen interessiert. So, wir haben den Controller mit bei, wir haben das Case mit bei, wir haben die Ladestation mit bei, wir haben den USB mit bei. Dann irgend so ein Ding. Thumbstick. Aluminium-Tool, keine Ahnung. Dann Steuerkreuz, einmal groß, einmal Normalsteuerkreuz und dann sechs verschiedene Aufsätze und vier verschiedene Thumbsticks. Wartet mal, ich zoome mal ran, damit ihr das vielleicht besser seht. So. Dann ist hier nochmal der Controller vorne erklärt. Logischerweise die Thumbsticks, Steuerkreuz, Knopf und die LED-Lampe. Hier haben wir dann nochmal erklärt, wie die Thumbsticks, ach Quatsch, die Rückentasten angebaut werden. Oben die kleinen, unten die großen. Dann halt mit dem Verstellrad. So, hier haben wir dann nochmal im. Oh, das kannst du im Case laden? Echt jetzt? Leck mich am Arsch, ist das geil. Du kannst den Controller laden. Während er im Case ist. Ist hier extra so ein Gummiding, also dass er ein bisschen Spritzwasser geschützt ist. Kannst du abmachen. Oh, jetzt habe ich das rausgerobt. Ups. Aber kriegt man wieder rein. Ja. So. Dann kannst du hier den USB-Kabel durchmachen und laden. Und dann hast du praktisch. Das werde ich so machen. So ist er geschützt. Dann kann ich den halt neben die Xbox stellen. Das sieht halt schön aus mit dem Schwarz und weil hier auch das Xbox-Logo drauf ist. Und kann den laden. Ist ja geil. Das find ich saugeil. So, und hier haben wir dann auch nochmal die Lampen erklärt. Wenn nichts leuchtet, ist klar, dass er aus ist. Braun. Der Akku ist schwach. Grün. Ich glaube, das soll blinkend heißen. Wenn der grün blinkt, wird er geladen. Also durch die Wellenlinien. Und wenn er nur grün ist, dann ist der Akku voll. Ja, wenn nichts leuchtet, dann ist keine Stromversorgung am Controller. Hätte ich mir fast gedacht,
Aber okay. Ich hätte vielleicht jetzt noch gesagt, dass es grün, grün blinken, braun, noch eine rote LED gibt. Würde ich mir jetzt wünschen, zum Beispiel, ohne dass ich ihn jetzt in Hand hatte oder dass ich es weiß, eine rote LED, kann ja sein, dass es auf der nächsten Seite kommt, die sagt, hier, pass auf, der ist fast leer. Also du kannst noch 2 Stunden zocken, aber dann ist wirklich höchste Eisenbahn, dass du den an die Ladestation bammelst. Und wir haben ja auch ein schön lang Kabel, dieses USB-C-Kabel. Ich habe auch USB-C-Kabel am PC ja liegen. Also könnte ich auch, wenn es denn halt Not am Mann ist, einfach den USB-C-Kabel nehmen, zack, ran und könnte dann mit Kabel zocken, während er geladen wird. So, hier haben wir dann nochmal ein einzelnes Bild vom Controller und das halt oben die Xbox-Taste halt zum Anmachen ist, ist klar. Die verschiedenen Xboxes, also S und X halt, Xbox-Knopf an, PC, also Laptop ist hier abgebildet und Handy. Also wir sollen praktisch, auf ihr Deutsche sagt, wir sollen den Controller anmachen an der Taste, wir sollen die Xbox anmachen und dann sollen wir 3 Sekunden doch 3 Sekunden in den Knopf drücken und dann sollte das connecten. Achso, nee, da 3 Sekunden und auf der Xbox den Knopf beim USB 3 Sekunden drücken und dann verbindet sich das. Ja, da kann man aber eigentlich auch über die App gehen und sagen, neue Geräte hinzufügen und dann sucht er das Gerät, also macht den Controller einfach an und bindet das so ein, denke ich mal, geht auch. Aber wir machen das dann so, wie es hier drauf steht. So, dann soll das grün leuchten und dann ist der auch verbunden. Haben wir einen Haken. Dann haben wir hier jetzt nochmal zu den Panels, wie wir die reinmachen, dass die so reingeklippt werden und halt so rausgeklippt werden. Dann haben wir das Steuerkreuz. Das war das hier rein normales große oder halt das Standard. Und ach so, hier. Hier können wir. Ach so, okay. Alles klar. Alles klar. Wir ziehen die ab. Machen die drauf. Und das ist irgendwie zum Verstellen. Da kann man, glaube ich, die Höhe dann verstellen. Müssen wir uns dann angucken. Und hier haben wir dann nochmal zu den Schaltern hinten am Dingsbums erklärt. Was steht da? Lange Trigger-Einstellung, mittellange Trigger-Einstellung und kurze Trigger-Einstellung. Ja, und dann haben wir hier halt dann nochmal ein Bild von der App praktisch. So würde es dann halt auf der Xbox aussehen und auf dem Laptop. Xbox. .com. Ach so, das ist jetzt die App. Ja, die kann man sich dann halt im Store runterladen. So, die Seite ist weiß. Also eigentlich sehr gut erklärt, muss ich sagen. So, jetzt kommen wir zum Schmuckstück. Ich zoome euch mal ein Stück hoch. Hat schon was Edles. Ja, Sony hat ja nicht so was Eigenes. Also Microsoft hat ja praktisch die Elite-Reihe. Das ist jetzt, wie gesagt, der Elite 2. Davor gab es den Elite 1, der nur Elite hieß. Und Microsoft bietet das auch an, dass man Controller sich individuell anpassen kann. Also auf der offiziellen, ich werde euch die Webseite mal unten drunter verlinken. Da geht ihr einfach rauf und dann sagt ihr, wie die Oberschale sein soll, wie untenrum aussehen soll. Ihr könnt so ja auf eine Seite einen Namen rauf machen lassen. Die Steuerkreuz X und so könnte alles verschiedene Farben machen und alles von Microsoft mit Microsoft-Garantie. Also, das finde ich geil. Schade, dass Sony sowas nicht hat. So, hier haben wir dann praktisch hier oben so ein Netz. Da können wir den Kabel dann drin machen. Ich weiß, es heißt das Kabel. Ich sage trotzdem den Kabel, der Kabel. So, dann ist der hier nämlich schön in Sicherheit. Dann brauchen wir uns da nicht immer Sorgen machen, wo der Kabel ist. Verpackt sieht er sehr schön aus. Ich werde den mit dem großen Steuerkreuz lassen. Finde ich sehr sexy. Ich nehme den jetzt mal hier raus. Also schon komplett anderes Gefühl als der normale. Originale, das ist auch ein Originaler. Also ein komplett anderes Gefühl.
Alleine hier schon, weil das hier an der Seite so ein bisschen rauer ist. Der liegt wirklich wie der andere auch super in der Hand. Oh, hier. Der Knopf funktioniert, das ist aus Metall. Der ist schon ganz anders als der vom normalen Controller, den man ziemlich weit bei mir reindrücken muss. Auch hier die Knöpfe, dass die hier Klarlack oben drüber haben, die sind nicht matt. Also wir sehen die Zeichen drauf und dann halt, dass sie glänzen. Er ist immer noch laut, aber nicht so laut wie der Standard. Aber das Steuerkreuz, das ist heftig, das finde ich so saugeil. Also das ist saugeil. Oh, vom Style hier, dass das hier oben grau ist. Ich hoffe, das sieht man vielleicht so ein bisschen, ja. Finde ich mega sexy. Hier haben wir dann praktisch die Ladepunkte für die Ladestation. Und hier haben wir die Panels. Wir haben jetzt lang, wir können jetzt kurz machen. Da haben sie einen kurzen Widerstand. Ja. Ich mache mal so, dass ihr das sehen könnt. Also da muss ich mich erstmal dran gewöhnen und muss erstmal gucken, wie wir die dann einstellen. Ich denke mal über die App. Und die können wir ja natürlich auch abmachen, wenn man sie nicht will. Einfach nach vorne und dann so rausziehen. Ja, ich zeige euch das mal auf einer Seite. Ich lasse die jetzt noch drin. Ich will die heute mal testen. Zack. Und so sind die raus. Und wenn man sie wieder rein haben will, hier sind die Druckpunkte zum Beispiel. Oh, die sind sehr magnetisch, glaube ich. Ah ne, hier, das ist magnetisch für die Ladestation. Und dann hier seht ihr das dann praktisch, dass da so ist. Das können wir dann einfach zack und hält. Und hier auch zack und hält. Saugeil. Saugeil, muss ich sagen. Hier können wir das einfach so abziehen. Ja, das haben wir, das ist ein Steuerkreuz. Ich nehme mal kurz das Steuerkreuz hier raus. Oh, das ist Gummi. Kriegen wir das hier? Und hier haben wir dann auch noch eine Aufbewahrung für die Panels. Wenn wir die nicht wollen, können wir die hier reinmachen. Und hier können wir das dann halt austauschen. Die werden magnetisch gehalten. Da hat man ein normales Steuerkreuz, aber warum? Das ist ja Standard, das wollen wir ja nicht. Wir wollen zack und hält gleich. Hier einfach. Zack. Die können wir auch so einfach abziehen. Ich zeige euch mal, was wir da für welche haben. Da fehlt doch einer. Sollen nur sechs sein. Zwei, vier. Okay, naja, sind halt verschiedene. Okay. Hoppala. Ich zeige euch die mal. Ich hole die jetzt mal alle hier raus. So. Aber da fehlt einer. Da, da. Oder? Zwei, vier, sechs. Zwei, vier. 5 und 6 sind drauf, doch. Ach so, zwei, viermal die gleichen. Praktisch, das sind die, die hier drauf sind, das sind gleich. Und die beiden mit dem kürzeren Widerstand, mit dem kürzeren Weg sind gleich. Und dann zwei verschiedene, einmal einen langen und einmal einen kurzen. Okay, ich habe mich geirrt. Ja, die sind ein Stück größer. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, ich vergleiche mal. Oh ja. Oh ja. Haben die die gleiche Dicke? Die haben auch die gleiche Dicke? So in etwa? Millimeter vielleicht mehr? Nee. Aber wie ihr erkennen könnt, sind die größer. Also werden die natürlich gleich mal ausgetauscht. Zack. Zack. So. Oh!
Oh, da geht mir gleich einer ab, ehrlich gesagt. Oh, jetzt haben sie. Jetzt haben sie die richtige Größe. Weil ich zeige euch das mal im Vergleich. Ich finde das hier, da kann ich nur mit der Fingerspitze, mit der Daumenspitze drin sein. Hier, das fühlt sich unangenehm an, wenn du so drin bist, weil mein fetter Finger, der quillt überall rüber. Und da geht mir so ein bisschen die Haptik verloren. Und bei dem hier ist mein Finger schön drinne in der Kuhle. Ich habe hier schön Grip. Super. Und dass ihr das mal sehen könnt. Es ist jetzt nicht viel größer, ja, aber es ist, wartet, dass ihr das sehen könnt, wenn ihr das einpegelt, so. Also Millimeter, aber die Innenfläche, die ist hier am Rand, ist die dünner als hier. Hier ist breiter und dafür ein schmaler Kreis und hier haben wir einen großen Kreis und einen schmalen Rand. Es wirkt viel, viel größer, obwohl es nur ein Millimeter ist. Das lassen wir. Definitiv bleibt das so. Wir könnten natürlich jetzt auch, wenn wir jetzt einen langen Weg haben wollen, hier. Aber finde ich eher unhandlich. Und wir haben ganz kurzen brauchen hier. Aber hier ist dann halt oben ein Pinöpel, das mag ich gar nicht. Obwohl, das war gerade ja nicht mal so schlecht, wenn der Radius ein bisschen verkleinert wird. Weil das ist dann halt nicht so hoch. Dann müssen wir mal testen. So, und dann haben wir hier die. Und hier können wir dann praktisch, wenn wir dann hier drehen, ich will jetzt hier nicht wirklich drehen, so, da können wir dann nochmal fein justieren. Ich will den aber erstmal im Originalzustand benutzen und dann mal gucken, was ich da noch fein justieren kann. Ja, und hier haben wir dann natürlich den Wireless-Knopf. Ja, den sollen wir 3 Sekunden drücken. Dann blinkt das hier grün auf. Ich zeige euch das mal. Oder? Mir war falsch. Nochmal die an. Achso, nee, falsch. Falsch, 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 falsch. So, erstens. So, erstens. Oh, der hat aber ein schönes Gewicht. Ich bin verliebt. So, erstens. Anmachen, indem wir das hier drückt halten. So, jetzt blinkt das hier weiß. Jetzt sollen wir die Xbox anmachen. Alexa, Stream an. So, ich habe jetzt die Xbox mal angemacht. So, jetzt sollen wir... Ich halte jetzt mein Mikrofon nur mal so fest, weil wir ja gleich wieder los müssen. Jetzt sollen wir praktisch hier den Knopf 3 Sekunden drücken. 1, 2, 3. Jetzt blinkt das. Es blinkt nicht grün, es blinkt weiß. Das finde ich schade. Hätten wir auch ein grünes Licht hier einbauen können. So, wartet mal. Alexa, Fernseher an. 1, 2, 3. Alexa. Wechsel zu PlayStation. So. Und wir sind auch schon verbunden. Der Controller muss aktualisiert werden. Jetzt brauche ich erstmal den alten Controller noch. Ja, den muss ich immer ein bisschen doller drücken, die Xbox-Taste. Bei dem Controller ist hier irgendwie ein kleiner Fehler, muss ich immer doller drücken und muss hier oben eher hier oben in die Ecke drücken, dass es halt angeht. Jetzt aktualisieren. Aktualisierung läuft. Das ist ja geil.
Ich habe jetzt eine Aktualisierung von der Software vom Controller. Da blinkt. Ohne dass der Controller wie bei der PlayStation mit einem USB-Kabel verbunden ist, mit der Xbox. Das ist super geil. Das war ja ist bei dem ja auch so. Das gefällt mir mega gut. Ich zeige euch jetzt mal beide jetzt im Vergleich. Das ist halt, wie gesagt, der normale Xbox-Controller. Das ist der Elite-Controller. Sie gleichen sich eigentlich sehr stark mit Unterschieden. Das erste ist, wir haben hier farbige Tasten. Hier sind sie wie bei der PlayStation. Ja, graue Zahlen, also Buchstaben. Hier haben wir die ganzen Knöpfe ganz normal. Schwarz mit, ne, mit den Icons drauf. Hier sind sie klavierlackmäßig drüber. So, die Analogsticks haben wir ja ausgetauscht. Da haben wir jetzt hier die größeren. Dann könnt ihr das mal so sehen im Verhältnis. Wir haben auch hier das coole Steuerkreuz, was ein bisschen vertieft ist, aber hier finde ich es ein bisschen tiefer irgendwie als hier. Hier finde ich es angenehmer. Also hier kannst du durchflutschen. Hier hast du ja dann immer noch diese Kanten drin. Seht ihr das? Ja. Ihr habt ja immer noch die Kanten drin. Also da finde ich das hier angenehmer. So, wir haben hier eine Xbox-Taste, also hier oben ist es gerade. Und dann haben wir hier die Xbox-Taste. Hier haben wir dann, wie bei der Xbox One, die Controller, die haben dann hier so eine kleine Vertiefung. Ja, so runter. Aber wir haben den Share-Knopf mit bei, der hier aber noch nicht den Share-Knopfzeichen hat, der auch etwas dünner ist. Ich hoffe, dass es der Share-Knopf ist. Ich muss nochmal nachgucken. Nicht, dass ich gleich was Falsches sage. Profil-Button. Nee, es ist der Profil-Button für Profilauswahl. Na egal. Achso, der ist jetzt fertig. Aha, okay, gut. Also da passiert nichts. Aber ich denke mal, das kann man anpassen, dass. Ach nee, hier ändern sich die Profile. Die müsste ich mir dann auch angucken, wie ich die Profile machen kann und das alles. Hier haben wir geriffelt. Hier nehmen sich halt auch nicht viel, außer dass halt das eher grober geriffelt ist. Hier ist etwas was feiner geriffelt und halt, dass es hier silber ist. Hier haben wir die Luke. Für die Batterien haben wir hier nicht. Hier ist ein fest verbauter Akku. Was ich sehr schön finde, ist, dass da grau Xbox steht. Hier ist es halt so reingefräst. Das finde ich hier ein bisschen stylischer mit dem Grau. So. Hier haben wir dann natürlich zum Laden die Punkte. Die haben wir hier nicht. Hier haben wir ja die Luke. Die Lücke hier haben wir bei beiden. Die ist für dieses unten, für dieses Ansatzteil, was man ranbabbeln kann, das wird ja da eingerastet. Hier haben wir die zusätzlichen Knöpfe, die haben wir hier ja leider dann nicht. Oder leider. Hier haben wir dann auch das so rau, aber halt auch erst ab der Mitte bis hier kurz davor. Oder nee, geht komplett rum. Moment. So. War meine Frau, die wollte noch was. Also es geht hier einmal rum. Dann haben wir ja hier den Spalt. Und hier geht es dann auch nochmal rum. Aber hier ist es dann halt anders. Also bei mir jedenfalls fühlt sich das. Es sieht zwar gleich aus, aber hier fühlt sich das bei mir nicht so stark geriffelt wie hier an. Obwohl das gleich sein soll. Ist aber nur auf der einen Seite, sehe ich gerade. Auf der anderen Seite ist es gleich. Naja, wird nur bei meinem sein. So, hier haben wir dann von hier, aber ganz anders. Hier ist gummiert und eine andere Rifflung.
etwas größere Rifflung, aber mit größeren Löchern auch. Fühlt sich besser an und ist es gummiert. Das Gummi geht dann halt ja komplett bis hier vorne rum. Hier ist auch gummiert. Und hier vorne. Ja, ist komplett gummiert. Also das hier vorne, das Schwarze, das fühlt sich auch ein bisschen gummiert an. Also da scheint auch eine kleine dünne Gummischicht drüber zu sein. Ja. Würde ich jetzt mal so auf Anhieb sagen. Oh, geil. Also so liebe ich das. So ist das schön. So ist das schön. Oh, herrlich. Ja, vielleicht kriegt er den Unterschied ja mit. Und hier rutsche ich unten auch immer raus, manchmal. Viel leiser. Und die Sticks sind heftig geil. Die sind genau so, wollte ich das. Schön groß. Oh, herrlich. Achso, ich gehe gerade im Menü überall hin. So. Nehmen wir den Original. Und hier haben wir das dann halt so, dass wir hier mal die Folie wegmachen. So. Die brauchen wir jetzt nicht. So, dann können wir das. So werde ich es nämlich machen. Ich werde aber auch nicht den kompletten Kabel brauchen. Ich lasse den mal hier so drinnen halbwegs. So, ich mache mir hier nur so ein Stück raus. Das reicht für mich komplett aus. Und hier so ein Stück raus. Und zwar das Stück brauche ich, dass es mit den hinter den Schrank geht. Warte, ich mach mal Zoom mal raus. So, das Stück brauche ich einfach nur, dass es hinterm Schrank liegt. So. Und das Stück brauche ich nochmal bis zur Steckdose. Reicht mir vollkommen aus. Mehr brauche ich nicht. Dann sieht das so aus. Hier ist halt die Ladestation. Ich zeige euch das nochmal, dass das auch wirklich verbunden ist. So. Hier hinten haben wir dann auch so ein Gummifeld. So, da ist der sicher drauf, die Ladestation. Und dann können wir das so rauflegen und der wird geladen. Und wir können es dann halt auch zumachen. Ja. Hat den Vorteil, die Kinder verspritzen was, spritzt nur außen rum und es sieht halt cool aus. Und er ist halt immer geschützt. So werde ich das dann halt gleich verbauen. Also der ist wirklich extrem sexy. Der gefällt mir. Vom Design gefällt er mir. Von der Haptik gefällt er mir. Der gibt mir ein muted Feedback. Den werde ich heute Abend gleich mal benutzen, wenn wir Fortnite zocken. Ich muss nur mal gucken, wie ich mir mit den Pedals hier hinten anpasse und ob ich die überhaupt nehme oder nicht. Und wie gesagt, ich habe auch die Zusatzgarantie gemacht und das empfehle ich euch auch. Kauft ihn nicht gebraucht, auch wenn er für einen schmalen Taler bekommt. Kauft ihn normal, am besten mit Garantieverlängerung, weil viele in meiner Community gesagt haben, die schon ewig Xbox-Zocker sind, der eine hat schon den dritten. Nur mit Garantieverlängerung, damit ihr die dann halt immer wieder tauschen könnt, weil die sollen wohl sehr schnell kaputt gehen. Ich halte euch auf dem Laufenden, ob es bei mir dann halt genauso ist. Und nochmal fettes Dankeschön an Sören. Ohne Sören hätte das und die Donations hätte das nicht geklappt, dass ich mir den hole. Ja. Danke, Sören. Ja, der ist schon cool. So. Und wie gesagt, ich kriege dann halt auch noch Xbox Ultimate für 14 Tage. Ja, steht hier alles nur in Englisch da. Und auf der anderen. Ah, hier. Löse den folgenden Code ein und spiele 14 Tage kostenlos. Über 100 hochwertige Spiele, bla 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 bla. Ja, den werde ich gleich einlösen, habe ich 14 Tage länger meinen Game Pass.
So. Nichtsdestotrotz soll es jetzt für das Unboxing gewesen sein. Das ist ja nicht nur ein Unboxing, das ist ja Hardware auch mit bei. Ich habe euch den ja gezeigt. Mehr kann ich zu dem jetzt erstmal nicht sagen. Ich kann euch nur halt, wie gesagt, das sagen, was mir meine Community mitgeteilt hat. Dafür fettes Dankeschön an die Community. Ja, und den Rest würde ich sagen, das sehen wir uns dann an, wenn es denn soweit ist. Wenn ich den jetzt eine Weile benutzt habe, dann kann ich euch sagen, ob ich doch wieder die Thumbsticks geändert habe, die kleineren genommen habe oder halt verschiedene genommen habe. Man kann ja mischen. Und ob ich die hinten, die Zusatzpanels, ob ich die dran gemacht habe, dran gelassen habe oder abgemacht habe, welche Einstellungen ich genommen habe, welche Profile ich genommen habe und was ich angepasst habe, da halte ich euch auf dem Laufenden. Und ja, das soll es jetzt auch dazu soweit gewesen sein. Nochmal fettes Dankeschön und Daumen hoch an Sören. Nochmal ein fettes Dankeschön an alle Kanalmitglieder, wo auch Sören natürlich mit bei ist. Der ist auch Kanalmitglied. Werdet da gleich alle im Abspann sehen. Ich habe ja einen neuen Abspann, wo die Kanalmitglieder zu sehen sind, um denen einen kleinen Dank zu geben. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass er mich dabei unterstützt. Also die ganze Community und natürlich besonders dankbar für die Kanalmitglieder, ohne die einiges nicht möglich wäre. So, aber das soll es jetzt auch wirklich gewesen sein. Ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ahoi. Sagt euer Odin.